Mann, 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 was ist denn da wieder los, ey? Das ist ja auch geil, ne? Bitte stellen Sie sicher, dass Sie genug Geld dabei haben, bevor Sie sich Benzin rauslassen. Nee, mach ich nie. Ich habe immer kein Geld dabei. Und damit herzlich willkommen zu diesem Video. Jetzt weiß ich gar nicht, wie das ist. 8. Er ist verloren, der Junge. Hi. Pump 8, please. And could I have a token for the jet wash, please? Yeah, £2, £3 or £4. So it's the duration then, is it? £2 is shorter? Well, no, it still gives you plenty of time. Yeah. Just that the £4 one gives you a wax finish. No, just the jet wash. Just the basic one? Yeah. Wax finish. Na klar, dann rutsche ich vom Moped runter, wenn ich einen Wax finish habe. So, Dille. Schauen wir mal, ob das was wird hier. Okay. Ja, es ist einfacher als mit der Hand zu putzen. Deutlich einfacher. Oh, herrlich. So. Fertig. Jo, sieht doch schon besser aus als vorher. Und für 2 Pfund ist das schon in Ordnung. Jo. So schnell trocken fahren. Ja, also, wie gesagt, heute ist das 73. Members Meeting am Goodwood Motor Circuit. Deswegen werde ich da jetzt mal hinfahren. Und ich habe auch die Kamera mit dabei. Meine DSLT. Ist so trügerisch hier am Wochenende. Früh ist es immer recht schön. Und mittags kommen dann wieder die fetten Wolken. Ja, aber nicht viel los in letzter Zeit bei mir. Dann wird ein bisschen am Projektmotorrad rumgeschraubt. Ich habe den Rahmen soweit vorbereitet zum Pulverbeschichten. Ich werde ihn jetzt definitiv Pulver beschichten lassen in der Nähe. Und dann habe ich die Schwinge gesehen und dachte mir, oh, die könntest du da auch pulvern. Und jetzt ist es immer mehr geworden. Ich habe jetzt auch die Bremssättel komplett zerlegt. Die waren in einem üblen Zustand. Ich brauche auch neue Bremskolben für die hintere Bremsanlage. Also das sind ja nur ein Kolben Bremssättel. Das ist ein leichtes Moped. Aber das kostet auch wieder Geld. 20 Pfund oder so für die Kolben plus Dichtungssatz. Ja, das geht schon. Weil da war die Beschichtung kaputt. Hast du dann, wenn du auf dem Kolben vom Bremssattel, wenn du da irgendwelche Unebenheiten drauf hast, dann macht dir diese Unebenheit ratzfatz Dichtung kaputt. Und bei der Bremse ist es eher schlecht. Das heißt, an der Bremse sollte man nicht sparen. Auch wenn die eigene Bremse, also wenn jetzt, sagen wir mal, wenn ihr jetzt an eurem Motorrad eine Bremse habt und die ist schon ziemlich fertig, dann macht es meistens eher Sinn, sich einen Reparatursatz zu holen und das selber zu machen oder machen zu lassen, anstatt dass man sich was Gebrauchtes holt. Weil wenn du was Gebrauchtes kaufst, dann weißt du ja schon wieder nicht, in welchem Zustand es ist. Ah, da hörst du schon einiges hier. Oha, okay, es ist doch mehr los, als ich dachte. Sold out. Wie bitte? Krass. Das ist natürlich schade. Sold out. Ich dachte, hier wäre immer offen. Das ist natürlich doof, ne? Aber morgen ist auch nochmal. Hi. Where are you heading to? Well, I want to have a look, but is it sold out completely? Yes. So you can't get in? Out, yes. Wow. Just for today or for Sunday as well? You can do one thing. If you park your bike on a side up there, Ah, yeah, I'll do. Okay, thank you. Can you still get tickets for today? No, we sold out the tickets today, I'm afraid. How's about tomorrow? Sold out for the whole weekend. Wow, okay. Yeah, sorry. Thank you. Thank you. Sold out for the whole weekend. Ah, ja, da muss ich nächste Woche schneller sein. Bad luck, no tickets. No. Nah. Die Videoleinwand da vorne. Schade, schade. Könnte sein, dass sie das wieder streamen. Ein Ghost.
wundert mich, dass die ausverkauft sind. Hier ist ja gerade mal halb so viel los wie auf dem Revival. Mann ey, ich muss mir mal einen Presseausweis besorgen. Irgendwas zum Reinschleichen. Schade, schade, schade. Aber die laufen schon wieder rum wie am Revival, ne? So klassische Anzüge. Mann ey, dann bin ich mal am Motor Circuit, wenn was los ist. Und dann ist ausverkauft. Ah! Tja, mit meinem Projektmoped würde ich hier einfach über die Felder blasen und dann irgendwo da reinspringen über den Zaun. Es kann aber sein, dass sie das wieder im Internet streamen. Die sind da immer richtig, richtig gut unterwegs mit Livestreams. Auch beim Festival of Speed und beim Revival. Da lassen die sich echt nicht lumpen. Also es ist eigentlich fast entspannter und man sieht auch mehr, wenn man zu Hause am Rechner sitzt. Aber da ist natürlich das ganze Flair nicht da, ne? Meine zwei besten Kumpels, die werden übrigens zum Festival of Speed auch hier sein. Freitag und Samstag. Oh, schön. Ich bin ja Enten-Fan, ne? Aber das müsste eigentlich mittlerweile schon angekommen sein. Ja, heute ist auch Testfahrtag bei Suzuki. Aber da interessiert mich nichts. Null. Nada interessiert mich da. Dann könnte ich parken. Keine Mopeds, was? Und auch noch Einbahnstraße. Oh, bitte. No entry, mir egal. Ich muss da jetzt mal rein. So, ein, zwei Schräubchen kaufe und dann bin ich hier auch fertig. Also, dann bis zum nächsten Mal. Und ich hatte die Leine halt so in der Hand am Lenker und mich haut es fast vom Fahrrad runter, weil der Hund halt mal unbedingt abwursten musste. Also, Wahnsinn. Das war richtig gefährlich.